schönen, wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei uns in der Anstalt. Schön, dass Sie sich wieder haben einliefern lassen heute zu unserer kleinen Nachfeier der Fußball-Europameisterschaft. Ja, wir haben auch ein bisschen da uns das Finale schön getrunken. Es war unsere große Fußball-Expertin Angela Merkel hat es sich schön geredet. Wir haben eine gute Figur abgegeben. Aber gut, sie erzählt ja auch jedem, der es nicht hören will, der Aufschwung ist bei den Menschen angekommen. Und unten reiben sich alle verwundert die Augen und sagen, ja, aber in was für einem Land? Jogis Löwen, im Wesentlichen stand das Turnier doch unter dem Motto, die Rückkehr der Rumpelfüßler. Okay, gut, nein, okay, komm bitte, immerhin, wir sind Vize gewonnen. Gut, wir hatten ja auch unseren Garanten für den zweiten Platz dabei. Michael Ballack, unser Wadenbeinköpfchen. In einem Spiel der Capitano, aber immer, wenn es drauf ankommt, wie immer, Captain Nuss. Na, Überraschung. Überraschung des Turniers für viele war Bastian Schweinsteiger. Jo, da hat der Boulevard gejubelt. Das ist der Verdienst von unserem Bundesoberfan Angela Merkel. Sei gut da. Ist was dran, ne? Weil nach seinem Ausraster im Kroatien-Spiel musste er gegen Österreich zur Strafe zu ihr auf die Tribüne. Und da wird er sich gesagt haben, das passiert mir nicht nochmal. Ne, seitdem in jedem Match ist er zack. Da ist der marschiert, das wird, da ist der marschiert in jedem Spiel, als ging's um sein Leben. Und was war im Finale? Da war der Platz neben der Kanzlerin besetzt. Ne, so Leute regieren uns. Ne? Und da hat er sich gedacht, keine Gefahr und hat's gemütlich angehen lassen. Batsch, aus war's. Ne? Hab ich das ja auch im Rundmail, hab ich das ja geschrieben gehabt, gell? Ich war ja, ich hätte, Ich hätte einfach viel näher bei meinen Jungs von früher unten mit dabei sitzen sollen. Herr Müller, Sie kommen ja zur Behandlung Ihrer Klinsmann-Manie. Ja, wissen Sie, was mir bei der Euro am besten gefallen hat? Nein, weiß ich nicht. Will ich auch gar nicht wissen. Gucken Sie mal lieber, wo der Zeugwart bleibt, damit hier mal aufgeräumt wird. Also am besten hat mir gefallen, dass Brasilien nicht dabei war. Also bitte, jetzt kommen Sie mal runter hier. Aus! Entschuldigung. WM ist vorbei, EM ist gelaufen und außerdem... Außerdem bin ich ja seit heute quasi offiziell Cheftrainer des FC Bayern. Ja, ist schon recht. Spätestens nach der Hinrunde wird der Echte auch eingeliefert. Herr Prion, Sie haben... Wir haben heute den 1. Juli, Herr Prion. Ja, das Thema hatten wir bereits. Da muss ich ihm recht geben. Wer ist das denn? Niemand. Kommen wir gleich zur Sache. Da. Ich gehe dann mal besser, gell? Finger weg! Dahin hat der Maurer das Loch gelassen. Wenn das ein Pole zu mir gesagt hätte, dann hätte ich glatt durch die Wand getreten. Aber so, da. Und? Ja, was da? Ja, was denn? Ja, was soll ich damit? Ja, was denn? Ja. So sieht's eben aus, wenn das Sommermärchen eines Volkes zu Ende geht. Da habe ich nichts mit zu tun. Moment mal, wer lässt denn hier bei jeder unpassenden Gelegenheit den Patientensprecher raushängen? Hören Sie, ich als Patientensprecher habe mit dieser dumpfen Variante gesunden Volksempfindens überhaupt nicht das Geringste zu tun. Unsere kleine Fanmeile sollte etwas Abwechslung in den Anstaltsalltag bringen, um das Selbstwertgefühl des Einzelnen in der Gemeinschaft der Demokratie demokratisch stärken zu helfen. Demokratisch? Ich höre immer demokratisch. Ich bin in dieser Sache völlig übergangen worden. Man hat mich noch nicht mal ignoriert in der ganzen Geschichte. Aber ich weiß beispielsweise sehr genau, wer auf allen Zimmern diese schwarz-rot-goldene Kriegsbemalung verteilt hat. Ja, naja, das habe ich, das wollte ich doch nur wegen der Stimmung halt. Wegen der Stimmung. Und dann auch als Tattoo, wenn sie uns Eierfarben genommen hätten. Ja, aber hätt's doch keiner gesehen. Ich meine doch im Gesicht. Ach so. Ja, jedenfalls sind Sie für das Chaos hier verantwortlich. Ich habe doch überhaupt nicht mitgefeiert. Ja, dann hätten Sie wenigstens aufräumen können. Also, so eine Aufgabenteilung kann aber auch nur Ihnen einfallen. Nein, das ist mittlerweile ein breiter gesellschaftlicher Konsens. Das stimmt eigentlich nicht.
wenn Sie das so sagen, nicht die Drecksarbeit beim Aufschwung machen ja eigentlich auch die, die nichts zu feiern haben. Ja, ich darf an dieser Stelle vielleicht unseren verehrten Bundespräsidenten zitieren. Demokratie ist keine Glückssache. Sie beruht auf Arbeit, Anstrengung und Anpassung. Oh, da haben Sie aber von das feines Bonmot unseres Bürgerpräsidenten rausgesucht, nicht? Das ist so eine Äußerung, die erklärt auf Anhieb die hohe Popularität in der Bevölkerung, nicht? Das haben Sie gesagt. Mir entlocken Sie zu unserem Souverän kein böses Wort. Köhler weckt bei manchen Zaungästen der Demokratie Befindlichkeiten, meint die Anstaltsverwaltung. Ja, ich weiß. Ich habe den Aushang auch gelesen. Ja. Und wie sieht's mit der Merkel aus? Geht da noch was? Ist da überhaupt schon jemals was gegangen? Das stimmt. Also wäre ich. Natürlich nicht. Wäre ich Hänschen Rosenthal, würde ich Ihnen jetzt Folgendes aus mir sprechen lassen. Nennen Sie sämtliche Erfolge von Angela Merkel in 15 Sekunden. Dalli, Dalli! Ich jetzt. Ja. Jetzt, also unter Zeitdruck kriege ich das nicht hin. Das wäre, Danke, das Nichts hatten wir doppelt. Das müssen wir leider abziehen. Und Sie sind auch der Meinung, das war... Bitte? Ich bin beeindruckt. So langsam dämmert mir, wie Ihre Umfragewerte zustande kommen, nicht? Wahrscheinlich mit solchen Mitteln. Ich war da, weil ich mit Ihnen über den 1. Juli reden wollte. Heute haben 50 Krankenkassen die Beiträge erhöht. Dabei hatte Frau Merkel gesagt, die Beiträge werden sinken. Ja, dann dank Ihrer Gesundheitsreform, Ihrem Jahrhundertmachwerk. Oh, da hat sie sich weit aus dem Fenster gelehnt. Damit verbinde ich auch mein persönliches Schicksal. Ja gut, das war damals ein Anfängerfehler, der Satz, nicht? Seitdem hat sie ja was Konkretes auch gar nicht mehr gesagt. Die Frau ist lernfähig, nicht? Sie regiert jetzt mit Würde. Bitte? Sie regiert mit Würde. Konjunktiv. War ein kleines Wortspiel. Dass Ihnen das jetzt so überrascht, dass unsere Kanzlerin nicht alles gelingt, so als allmählich nach der EM, da dämmert's doch jedem, was sie schon alles versemmelt hat. Ich meine, gut, Gesundheitsreform, eh klar, aber das ist ja nicht das Einzige. Klimaschutz versenkt, Pflegeversicherung erhöht. Und was ist eigentlich aus ihrer größten Herausforderung geworden? Zwei Tage war sie im Amt, da hat sie getönt, was sie alles beseitigt. Der rasche Abbau der Bürokratie im Land wird meine zentrale Aufgabe. Seitdem merken wir ja stündlich, wie es die Fesseln um uns sprengt, oder? Es ist immer das Gleiche. Kein Plan, kein Konzept. Und wenn sie merkt, es wird wieder nichts, zack, neues Thema besetzen. Wie jetzt Bildung. Oh, was hat sie sich aufgeplustert beim 60. Geburtstag der sozialen Marktwirtschaft. Da hast du ja gedacht, hier kommt die uneheliche Tochter von Ludwig Erhard. Na gut, sie muss aber ein bisschen, weil eine Umfrage hat ergeben, dass nur noch 31% der Deutschen der Meinung sind, dass das jetzige System noch irgendwas mit sozialer Marktwirtschaft zu tun hat. Und da hat sie gleich die Lösung gehabt. Wohlstand für alle wird jetzt Bildung für alle. Mädchen, Vorsicht, wenn die 31% dann auch noch schnallen, was alles schiefläuft im Land, dann wird's aber ganz finster. Ne? Aber sie weiß, Bildung für alle wird das zentrale Thema der nächsten Jahrzehnte sein. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber jedes Mal, wenn sie was sagt, ich denke, also das hast du doch schon tausendmal gehört. Bildung für alle wird das zentrale Thema. Der nächste Bedrohung der Artenvielfalt ist die herausragende Anforderung. Der Klimaschutz ist die größte Herausforderung für die Menschheit. Die Bekämpfung der Armut in Afrika wird das zentrale Thema für Europa. Die wacht doch jeden Morgen. Hör mal, das ist doch nicht mehr normal. Hä? Die wacht doch jeden Morgen in ihrer Buchstabensuppe auf, nimmt die große Schöpfkelle, klatscht alles aufs Scrabblebrett, das war's. Dann noch ein paar schöne Fotos und schon ist das Volk wieder sediert. Ja, nie ganz. Bis auf Europa. Uiuiuiui. Da haben die Guinness-Schlucker von der grünen Insel aber einen sauberen Strich durch die Rechnung gemacht.
Na, da kamen die Iren, haben die Iren einfach gesagt, so, jetzt werden wir mal solidarisch für all die Menschen in Europa abstimmen, die gar nicht erst gefragt worden sind. Zack, stand sie aber sauber da, unsere Miss Europe, mit ihrem zusammengeschusterten Vertrag von Lissabon, den keine Sau versteht. Na, und jetzt sind alle bestürzt und sagen, Irland stürzt Europa in eine Krise. Auf einmal hat die EU einen Stellenwert, dass du denkst, dort sitzen in den Parlamenten und Kommissionen die fähigsten Köpfe, die Europa aufzubieten hat. Das ist doch Schwachsinn. Das Gammelfleisch, das in Straßburg und Brüssel seine Pendlerpauschalen absitzt, das sind die Nasen, die sie im eigenen Land noch nicht mal zum Dorfbürgermeister gebracht hätten. Hallo? 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 Hey! Was schleichen Sie da rum? Ach so, Entschuldigung, nur, es ist nur eine kleine Umfrage beim Publikum. Sehr interessant. Hier sitzen 250 Leute im Saal und davon sind bis jetzt 112 mit dem Auto da, also fast die Hälfte. So, ja, und? Ja, was ist denn und? Der Sprit ist irgendwie immer noch zu billig. Ja? Aber das habe ich mir ehrlich gesagt schon bei diesen vollidiotischen Autokorsos gedacht. Ach, hallo? Entschuldigung, Corsi. Es heißt Autokorsi. Ja. Aber das ist idiotisch, das war korrekt. Ja. Aber schauen Sie mal, diese Menschen hier hätten die Sendung alle auch zu Hause im Fernsehen anschauen können, ohne fossile Brennstoffe zu verschwinden. Ja? Kennen Sie die Energiebilanz Ihrer Sendung? Also ich bin heute in die Anstalt gelaufen. Ich habe hier nichts. Ja, also ich wohne quasi hier. Ja, ja. Ausrede, aber 112 Leute haben ihretwegen fossilen Brennstoff verbraucht. Diese Sendung ist nach meinen jetzigen Berechnungen leider nicht klimaneutral. Ja, mein Gott, was sollen wir denn machen? Sollen wir die Leute zu Hause besuchen? Sollen wir mit dem Fahrrad hinfahren? Ja. Das ist doch auch keine Alternative. Blödsinn. Ja, ja. Das ist das Problem. Immer gibt es überhaupt keine Alternative. Ja. Ja, immer nicht. Und daran sieht man ja mal, wie abhängig wir sind. Wir sind süchtig. Wir sind Junkies. Hören Sie hin, wir sind fossile Junkies. Und ich glaube, jetzt endlich befinden wir uns im Endstadium einer lang anhaltenden Suchterkrankung. Ja, da bräuchten wir jetzt so eine Art Methadonprogramm. Ja, so, Sie meinen jetzt diese erneuerbaren Energien, dass wir vom Öl wegkommen oder was? Ja, ja. Aber jetzt war doch gerade der Wirtschaftsminister beim saudischen König zum Krisengespräch. Ja, der Michael Kloß, gell? Michael Kloß, ein Franke, ja. Ja. Viele wissen ja oft gar nicht, dass Michael Kloß ein Franke ist. Ja. Und Michael Kloß weiß meistens gar nicht, dass er Wirtschaftsminister ist. Aber das bei dem Saudi, das war kein Krisentreffen, das war Suchtgipfel. Ja? Ja, weil er die Hosen voll hat oder vielmehr die Kutte. Ja, Kloß. Ja, Kloß sowieso, aber im Grunde auch der Araber, der König Dings da, Abdullah. Ja, weil dem ist es natürlich auch nicht recht, dass wir uns jetzt womöglich vom Öl losmachen. Und deshalb hat er gesagt, er liefert mehr Öl. Das ist doch keine Freundlichkeit. Das würden die kolumbianischen Drogenbarone auch machen, wenn ihnen die Kokser mitteilen, wir schulen jetzt um auf Trinker. Ne? Wir haben ein komplettes Suchtbild. Wir haben alles bei dieser Sucht. Wir haben sogar Beschaffungskriminalität. Jetzt drängen es wieder rein wie die Geier, die Ölkonzerne in den Irak. Ah, Großdealer quasi, die das Land aufteilen in Diesel, Super und Super Plus. Exakt, Herr Dombrowski. Oh, es wird doch überall gefixt. Schauen Sie mal, Gazprom, dieser Halbfinalist bei der EM. Ja. Ein höchst zweifelhaftes Unternehmen, demnächst Europas mächtigster Großdealer, bei dem Gerhard Schröder angeblich deutsche Interessen wahrnimmt. Oder was heißt hier angeblich? Ich gehe dort anschaffen, ganz offiziell. Aber ich meine, in der Branche bin ich ja nicht der Einzige. Warum müssen Sie denn immer alles ins Lächerliche ziehen? Ja, aber wenn wir nicht lachen, wird's doch alles lustiger. Immer mit diesen Parodien. Nein, ich muss ja schon lachen, dass ich den Steinmeier mehr drauf schaffe. Ne? Bringt ja nichts, auf dem Schröder rumzuhacken. Er ist in der Branche nicht der einzige Stricher, ja? Aber es ist eine Sucht, eine Ölsucht. Und jede Sucht ist als Krankheit zu betrachten und jede Krankheit hat ein System. Und in diesem System gibt es Abhängige, das sind wir alle. Und es gibt Co-Abhängige. Und jetzt fragen Sie sich natürlich, was ist ein Co-Abhängiger? Ja, das ist ein Begriff aus der Suchtsprache. Der Co-Abhängige ist selbst ein schwacher Charakter, der in wichtigtuerischer Weise dem Abhängigen helfen will, jedoch in aussichtsloser Position. Und jetzt merken Sie schon, wichtig, durch, aussichtlose Position. Ja, ich spreche von unserer Klimakanzlerin oder auch von unserem Wirtschaftsminister, die uns immer nur eines alle beweisen, Politik ist einfach nur noch die fröhliche Moderation der eigenen traurigen Bedeutungslosigkeit. Ja.
Aber schauen Sie, mich interessieren jetzt auch gar nicht so sehr die Co-Abhängigen, mich interessieren eigentlich mehr so die Abhängigen, also wir selber. Und wir sind abhängig und das sieht man schon auch, unsere Sucht und unsere Krankheit erkennt man auch ein wenig an unserem psychotischen Verhältnis zum Automobil und es ist schon ein wenig gestört. Ja, also bei mir auch, bei mir auch. Wir lieben das Auto, wir lieben das Auto. Ja, der Deutsche lässt sich durchschnittlich nach 9 Jahren, trennt er sich durchschnittlich nach 9 Jahren von seinem Lebenspartner, aber nach 12 Jahren von seinem Auto. Merken Sie was? Und das Traurige ist, das Auto befindet sich nach diesen 12 Jahren meistens in einem wesentlich gepflegteren Zustand als der Lebenspartner. Ja? Also, ja, wir sind gestört. Wir haben ja Schlaf. Ja, Schlaf. Oder schauen Sie mal. Tempolimit, alle Griechen Pickel, Tempolimit. Da wieder ein Körer gesagt hat, dann kaufe ich mir einen Porsche, dann habe ich ein Tempolimit. Das ist ja wie Viagra nehmen und dann mit der Frau Schach spielen. Ja? Es ist doch. Wir haben. Also ein Tempolimit wird es in Deutschland vorläufig nicht geben. Das liegt auch daran, dass wir fossilen Junkies eine bessere Lobby haben als unsere Kollegen an der Nadel. Ja? Was uns dann wieder verbindet, das ist unser Suchtverhalten, nämlich die Flucht in selbstgeschaffene Zwangslachen. Das machen alle. Ja, also zum Beispiel dieses Argument, jeder 7. Arbeitsplatz in Deutschland hängt von der Automobilindustrie ab. Ist eine Zwangslache. Jetzt weiß natürlich niemand, wie viele Arbeitsplätze auf den Mondfeldern von Afghanistan oder in Kolumbien davon abhängig sind, dass sich hierzulande Menschen ruinieren und Drogen ruinieren. Aber die fossile Sucht ja auch. Wir hatten letztes Jahr 1200 Drogentote, aber aufgemerkt 5000 Verkehrstote. Also man rein von den absoluten Zahlen her muss man leider sagen, 1:0 für die Mondfelder. Ja? Ja, es ist leider so. Es ist so. Und dann übrigens auch ganz typisch für diese Suchtbildverdrängung. Der Süchtige verdrängt sein Problem immer. Wir haben es verdrängt, wir haben es gewusst, dass es Öl ausgeht, aber wir haben es nicht wissen wollen. Und jetzt Panik, auch wieder typisch Panikattacken. Und deshalb setzt die CDU in ihrem sogenannten Umweltprogramm auf Atomenergie. Ja, Atomenergie. Also Ronald Bofalla sagt, Atomenergie ist Ökoenergie. Gut, im Entzug reden Menschen meistens Mist. Ja. Aber das, liebe Leute, was der da sagt, das ist ja schon Fieberwahn im Delirium. Atomenergie als Ökoenergie, sehr schön. Der Alkoholiker steigt um auf Heroin. Ja. Ist gut für die Wirbelsäule, muss man keine Flaschen mehr tragen oder was? Also. Aber wir haben ja noch die letzte Hoffnung der fossilen Junkies, nachwachsende Rohstoffe, Biokraftstoff, dass wir praktisch verfahren, was wir sonst verfressen würden. Das kennt man vom Alkoholiker. Ja, gell? Sind Sie einer? Ja. Der Alkoholiker verweigert irgendwann die Nahrungsaufnahme, er trinkt nur noch, ja, aber viel Kirsch, weil Obst ist gesund, ja. Liebe Leute, was sind nachwachsende Rohstoffe? Mais, Raps, Weizen, Zuckerrohr, Marihuana, Kokain. Ja, Marihuana, das sind auch nachwachsende Rohstoffe. Ich bin gegen Drogen, aber ökologisch gesehen muss man sagen, Kiffen ist klimaneutraler als Autofahren. Ja? Und da habe ich mir gedacht, da klatscht der Kiffer, hä? Da habe ich mir gedacht, vielleicht ist ja das die Lösung, wie wir alle zufrieden werden, unsere Mobilität erhalten und Arbeitsplätze in Sindelfingen und am Hindukusch. Der Kompromiss, wir essen unseren Weizen weiterhin und aus dem Marihuana machen wir Biokraftstoff. Ja, ja, fällt euch das? Rein in den Tank. Kokain, Marihuana, das ganze Zeug rein in den Tank. Das finde ich so eine geniale Idee. Gut, man müsste mal untersuchen, was dann da hinten zum Auspuff rauskommt. Aber wer weiß, vielleicht wären die Menschen in unseren Städten plötzlich alle viel fröhlicher. Ja? Gute Nacht. Die Innenverteidigung naht, war bei der EM ja unsere Schwachstelle. Angriff ist die beste Verteidigung, Herr Priol, sage ich immer. Mario Gomez? Nein. Ich meine, unser Land steht vor einem Strategiewechsel, könnte man sagen. Ja, und soll sich die Politik jetzt an unserem Gerumpel bei der EM orientieren? Nein.
einem Gerumpel unserer Fußballkameraden sicher nicht, aber international nicht. Offensiv ist das Gebot der Stunde. Vor dem eigenen Strafraum verbarrikadieren, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ja, ich war bei dem Metzelder auch immer heilfroh, wenn er im gegnerischen Strafraum rumgeirrt ist. Ja, sehen Sie, Pressing in der gegnerischen Spielhälfte, Druck machen, verstehen Sie, das ist moderne Vorwärtsverteidigung. Übrigens, wir feiern heute, 1. Juli. Wissen Sie? Ja, haben wir einiges. 50 Jahre Gleichberechtigung, 20 Jahre DAX, 4 Jahre Köhler und Rauchverbot in Thüringen. Ja. Also ich feiere den Geburtstag von Clausewitz. So? Ja. Ich wollte ganz gern zu Clausewitz Ehren einen kleinen Lage-Darstellung geben. Vielleicht, wenn Sie Interesse haben, das Thema soll sein. Warum ist der Hindukusch unsere Ostflanke? Ja, das ist jetzt was mich brennend interessiert. Du kannst das Auto nicht mehr volltanken, die Inflation geht wie Efeu um sich. Ja. Und der erzählt mir was von, die haben doch alle einen Tupel langsam in dem Laden. Muss ich zugeben, der Titel ist vielleicht nicht ganz der Renner, nicht wahr? Ich möchte eben ganz gerne im Clausewitzschen Geist darauf hinweisen, dass der Krieg als Fortführung der Politik mit anderen Mitteln bei uns wieder an Bedeutung gewinnt. Unsere Truppenaufstockung in Afghanistan ist ja nur ein Einstieg. Landsleute, Kriegshandwerk hat Konjunktur. Haben Sie vielleicht mitbekommen, nicht wahr? Die weltweiten Waffenkäufe haben einen neuen Weltrekord erzielt. Erstmals wieder über dem Niveau des Kalten Krieges. Wir Deutschen sind auf Platz 3 der Weltrangliste bei den Rüstungsverkäufen. Wir haben allein in den 50 ärmsten Ländern unseren Umsatz vervierfacht. Gehen Sie in den afrikanischen Busch, da ist Heckler und Koch die Rolex unter den Handfeuerwaffen. Nicht? Kleiner Scherz. Na gut, gehen wir ins Detail. Die Karte bitte. Wir erwarten als Initialzündung für einen Großkonflikt in kürzester Zeit einen israelischen Luftangriff mit amerikanischer Unterstützung auf die iranischen Städte Bushehr, Natanz, Isfahan und Sargant. Das Window of Opportunity ist nur kurz offen. Der Krieg muss ins Laufen kommen, solange Bush noch an der Regierung ist. Bei gutem Timing allerdings könnte es durchaus sein, dass der Konflikt ein bisschen Rückenwind für Kriegsveteran McCain bringt. Ich rate an dieser Stelle übrigens, bei der Suche nach einem geeigneten Kriegsmotiv die Lehren aus dem Irakkrieg zu ziehen. Die derzeitige offizielle Sichtweise ist ja, der iranische Präsident Ahmadinejad hat Israel gedroht. Er hat gesagt, Israel muss von der Landkarte getilgt werden. Dann ist natürlich ein israelischer Angriff logisch. Das ist präventive Notwehr. Der Haken an der Sache ist natürlich, der Satz ist gar nicht gesagt worden, nicht wahr? Mal die Übersetzung vielleicht, nicht? Der Satz, Israel muss von der Landkarte getilgt werden, ist nachweislich falsch. Richtig lautet die Übersetzung seiner Rede, das Besatzungsregime Israels muss Geschichte werden. Kleiner Unterschied, nicht? Dieser Satz hier, nicht? Dieser Satz ist eine völkerrechtlich korrekte Forderung. Da haben zum Beispiel die katholischen Bischöfe vor ein paar Wochen sich noch viel drastischer über die israelische Ghettopolitik geäußert, nicht wahr? Ja, erfreulicherweise hat übrigens unser ZDF-Oberbefehlshaber Schächter von diesem Irrtum Kenntnis bekommen und hat Anweisungen gegeben, dass diese falsche Übersetzung innerhalb unserer Anstalt nicht mehr benutzt wird. Ich habe dem Folge geleistet, die Übersetzung kann auch dann wieder weg. Ich persönlich, Landsleute, rate an dieser Stelle, wir sollten den wahren Kriegsgrund ausnahmsweise mal auf den Tisch legen. Ich denke, die Heimatfront ist reif dafür. Wenn wir uns die Karte noch mal anschauen, nicht wahr? Der tiefer liegende Grund ist schlicht und einfach ein Angriff oder der Beginn des Endkampfes um das Eurasische Becken, die letzten großen Öl- und Gasreserven dieser Erde. Und bei der Gelegenheit sollten wir übrigens auch gleich reinen Tisch machen und den Leuten reinen Wein einschenken für die wahren Gründe, die tiefer liegenden Gründe für unser Afghanistan-Engagement, nicht wahr? Auch das lässt sich ganz gut vermitteln. Nämlich, wir haben hier die Möglichkeit, von Afghanistan aus Sicherung der Ostflanke zu haben und Zangengriff beim Angriff auf die Ölreserven. Solche Motive müssten bei einem Blick auf die Tankstellenpreise doch eine gewisse Plausibilität kriegen, nicht wahr? Damit müsste man es Ihnen schmackhaft machen können, um es mal zu sagen. Ja. Also überlegen Sie einfach, was ist Ihnen wichtiger, nicht wahr? Wahrung des Völkerrechts oder freie Fahrt am Wochenende, Grundgesetz oder eine warme Wohnstube. Also schicken Sie uns Ihre Söhne, es lohnt sich für Sie. Schönen Abend noch. Wiederschauen. Ich weiß. Andrea. Natürlich. Keine Schilder. Nein, es hat hier keine Schilder. Ich habe dir versprochen, es kommt keine Schilder mehr. Ich weiß. Nichts nirgendwo. Nein, es sind keine Schilder. Ja, weil ich nehme alles wortwörtlich. Ja, ich weiß. Es war schon immer so. Wie meinst du das jetzt schon wieder? Ja, wortwörtlich halt. Urban, du meinst, weil du jetzt daherin der Doktor bist, kannst du mich auch scheißen? Ich habe doch überhaupt nichts gemacht. Wir kennen uns schon so lang.
Weißt du das noch damals, wir zwei im ICE? Och, Andreas, bitte jetzt, es ist doch schon ewig her, da hatten die Züge noch Namen. Ja, Namen, ICE, Annette von Droste-Hü. Ja, ja. Ölshoff passte nicht mehr auf das Schild. Ja. Passte nicht mehr auf das Schild. Schild? Schild? Wo ist das Schild? Du sagst, da ist dann keine Schilder. Es sind keine Schilder da. Das ist wirklich keine, ganz ruhig. Ich gucke leider nicht, dass wir noch eins übersehen haben. Hier, ich bin sofort wieder. Es ist keins mehr da. Da hängt auch nichts, brauche ich nicht aufräumen. Keine Schilder. Da draußen, Gasthof Post, habe ich wieder gesehen. So ein Schild vorhin draußen. Täglich wechseln der Seniorentisch. Da frage ich mich, die armen Rentner haben jeden Tag ein neuer Tisch oder was, ja? Oder wechseln die Senioren? Ich weiß es nicht. Ja, überall. Oder jetzt, wo ich mit der Bahn gefahren bin, wieder genauso. Wissen Sie, ich muss immer so ganz dringend aufs Klo hin. Weil am Bahnsteig gibt's keine Toilette. Und ich mit meinem Gepäck, wenn ich die Treppe raufgehe, dann schwitze ich immer und habe so einen Druck, das ist wie im Himalaya. Ich habe dann auch Atemnot. Ich habe zwei riesige Koffer mit Plastiktüten daneben. Da meine Sockenhemden und Unterhosen, da meine alten Sockenhemden und Unterhosen. Mein Rucksack mit den Schinkensemmeln, da kommen locker 200 Kilo zusammen. Also mit mir. Den Füßen ist es nämlich wurscht, wo das Gewicht herkommt. Ja. Wenn dann endlich der Zug einfährt, ich rein in den Zug, stelle mein Gepäck ab, rein in diese Toilette, oder wie es heißt, in dieses ICE-WC. Und da steht da dieses Schild drin, bitte verlassen Sie den Raum so, wie Sie ihn selbst vorfinden möchten. Wie ich ihn selbst vorfinden möchte. Das war eine Arbeit. Bis ich diese ganzen Reinigungsmittel beieinander gehabt habe. Schrupper, Akopatz, eingeschäumt, eingeweicht, den Urinstein innen rausgekratzt. Manches geht überhaupt nicht mehr richtig weg. Und dann wissen Sie, wenn ich auf der Toilette bin, ich habe gern ein bisschen Musik. Da habe ich sogar meinen eigenen Transistorradio geopfert, einen schönen Sender eingestellt. Dann was zum Lesen. Ich brauche immer was zum Lesen. Aber was lege ich denn da jetzt hin? Ich kenne doch die Leute in dem Zug gar nicht. Kann man doch nicht so lieblos dieses Gratisheft von der Bahn hinklatschen. Oder wenn jemand am Tag vorher indisch scharf gegessen hat, legt man kein ADAC-Heft hin mit Crashtests, ja? Sondern irgendwas Besinnliches von Lao Tse. Bevor du Durst hast, bohre den Brunnen. Sowas in der Richtung. Ja? Ich habe dann irgendwann schon ein nettes kleines Zeitschriftenensemble zusammengestellt, musste dann noch unter größten Schwierigkeiten die Pflanzen und Blumen aus dem Zugrestaurant klauen, damit ein bisschen was Nettes da ist, ein bisschen was Ansprechendes. Es war ja alles improvisiert, mir hat ja vorher keiner was gesagt. Irgendwann haben wir gedacht, naja, so geht's einigermaßen. Aber ich muss sagen, mit großem Erfolg, wie ich rausgegangen bin, sind immerhin 6 Menschen an der Türe angestanden. Das hat mich sehr gefreut, wir waren sicher alle sehr neugierig und haben sich gedacht, so, jetzt sind wir mal gespannt, wie es der gemacht hat. Ja. Es ist ja doch jedes Mal eine Art Vernissage. Sind auch gleich 2 auf einmal rein, also quasi ausverkauft. Ja. Nur ist mir dann eingefallen, dass ich eigentlich aufs Klo hätte müssen. Ich war auch nicht mehr in Stuttgart, sondern schon fast in Mannheim. In Stuttgart hätte ich raus müssen. In Mannheim kam dann aber auch gleich der EC Andreas Hofer. Dann hätte ich da sofort wieder rein, Gepäck abgestellt, rein in die Toilette. Jetzt stand da dasselbe Schüttel wieder da. Wissen Sie, aber ich bin nicht der Depp von der Bahn. Ich habe so getan, als hätte ich es gar nicht gesehen. Bin einfach aufs Klo gegangen, ganz normal. Hab mich auch keiner erwischt beim Rausgehen. Und wenn mich einer erwischt hätte, hätte ich gesagt, mei, ich mag's halt so. Und da. Wegen meiner Schilderphobie, in den Lift gehe ich auch nicht rein, weil ich genau weiß, was da für ein Schild drin hängt. Wahrscheinlich Höchstbelastbarkeit 450 Kilogramm oder 6 Personen. Denke ich mir jedes Mal, was für ein armseliger Wurm hat diesen Aufzug gebaut. Ja? Ich weiß genau, was passiert. Ich drücke auf den Knopf, da stehen dann wahrscheinlich genau 5 Personen drin. Jeder wiegt 75 Kilogramm und die schauen alle mich an. Mit dem Blick der Todesangst. Ich sag dann schon mal, nein, geht's Fuß. Danke. Da war doch einer in meinem Strafraum. Hallo, Chef. Ich wollte mich nur noch mal bei Ihnen bedanken, dass wir das Endspiel haben gucken dürfen hier. Ja, ist schon recht, keine USA. Ja, wissen Sie, ist ja nicht mehr so oft, dass man auch mal was zum Freuen hat bei all dem Elend um einen rum. Ja, jetzt vergessen Sie doch mal für einen Augenblick die SPD. Nein, Sie wissen genau, ich kann's nicht.
das geht nicht. Guck mal, jetzt die Bild-Zeitung schon Mitleid hat mit der SPD, da ist doch was schiefgelaufen. Ja, wer mit der Linken flirtet, für den ist die Party vorbei. Ach, jetzt hören Sie doch mal mit dem Zeug auf, lassen Sie mich doch mal in Ruhe. Das ist alles, bis Sie da drauf rumtrampeln. Wie viel Verrenkungen soll der Beck dann noch machen? Soll er sich fünfmal am Tag auf den Teppich werfen, mit den Knie Richtung Adenauerhaus und sagen, wir haben keine Zusammenarbeit mit der Linken, wir wollen sie nicht. Er hat doch sein Ehrenwort gegeben. Ja, da haben schon alle gleich gerufen, Barschel! Na, jetzt, Chef, nicht. Ja, nein, ich nehme das ja auch locker. Also selbst wenn Kurt Beck in Genf in einem Hotel sich in eine Badewanne legen sollte. Ne, nach 10 Minuten im Trockendock, da sagt er sich höchstens, warum er trinkt. Warum ertrinke ich nicht? Ja. Ich kann doch nicht drüber lachen, Sie. Ne? Uns laufen die Mitglieder fort. Ja? Wir strampeln uns ab, dass wir um Gottes Willen beim Thema nicht dieselbe Meinung haben wie die Linke. Brav. Ja, brav. Und die anderen bedienen sich bei der Linke. Wenn die anderen Parteien selber wollen wie die S, wie die Linke, das ist aber kein Kickel was. Ja, das stimmt. Ja? Die CSU erfindet ja im Stundentakt schon neue soziale Wohltaten. Herdprämie ab dem 1. Meter nach dem Aufstehen bei gleichzeitiger Frühverrentung. Ja, da gibt noch nicht einmal unseren Lafontaine. Also, der ist ja gar nicht mehr bei uns. Ja. Selbst die FDP errötet. Ja, auf dem Parteitag der Liberalen hat Guido Westerwelle das Thema soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt gestellt. Na, der? Das glauben Sie doch selber nicht. Doch, na, das doch da nicht. Haben Sprachlehrer und Logopäden monatelang vorher mit ihm geübt. Haben gesagt, komm, Guido, es ist nicht so schwer, sprich einfach nach. Soziale Gerechtigkeit. Mittlerweile geht es dem von der Lippe, als hätte es mit der Muttermilch eingesaugt. Ja, das ist so arg. Wunder, wissen Sie warum? Weil es verloren ist. Weil sie alle mit Nonnen sind sie verloren. Wie sie da sind. Wo du hinguckst, wirst du beschissen, überwacht und gefilmt. Von Siemens, Telekom, die ganze Gasbanditen, die Strome, das ganze Gesindel in Berlin, die lassen sich von denen noch die Gesetze diktieren. Wo ist denn da noch der Unterschied zu der Mafia? Ja, naja, die Mafia hat einen Ehrenkodex. Ja, so, okay, ja. Ja, und gucken Sie, ja, und wenn das so ist, dann, wenn das stimmt, Chef, dann, was soll da so ein kleiner Ortsverein wie die SPD noch dagegen machen? Und gucken Sie mal, unseren Beck, der kann das nicht. Das packt er nicht. Der ist gut für die Palz, für Berlin ist der zu anständig. Für Berlin, da bräuchte man einen anständigen Drecksack. Verstehen Sie? So an wie der Strauß an war, aber halt von uns. Nicht? So eine, du verstehst, eine, der aufrüttelt. Ja, na ja, habt ihr doch. Hubertus Heil, der Mann, der die Massen elektrisiert. Ach, da neulich da auf eurem Zukunftskonvent in Nürnberg, da hat er doch zur Aufholjagd geblasen. Aber ich würde gerne von euch einmal ganz kurz was hören, was Barack Obama dauernd sagt, nämlich Yes, we can! Yes, we can. Also sprecht mir mal nach. Yes, we can. Das war ein bisschen leise. Könnt ihr das lauter? Yes, we can. Wir sind auf einem guten Weg. Ja, ne, ist doch fast wie das Original. Okay. Ja. Hä? Das finde ich Ihnen was sagen. Ja. Wenn ich sowas sehe, bin ich Gott froh, dass ich nicht dabei war. Das hätte mir den Rest gegeben. Jetzt holen wir auch noch Ami-Sprich, weil uns selber nichts mehr einfällt. Wissen Sie, was der Dieter Hildebrand mal gesagt hat? Der hat gesagt, früher, wenn da einer von der SPD gesprochen hat, habe ich das Essen anbrennen lassen. Wenn heute einer von der SPD spricht, koche ich mir was. Ja. Früher habe ich darüber gelacht. Heute kommen mir die Tränen, wenn ich das höre. So ist es. Ein armer Kerl. Aber ich verstehe ihn, weil es ist ja nicht nur da, es bricht ja alles weg. Na, hier in Bayern doch auch. Die CSU zittert vor der Landtagswahl im Herbst. Die CSU, jetzt hat unser Ministerpräsident Günther Beckstein, hat schon angerufen in Hessen bei Roland Koch. Er hat gesagt, Roland, nur einmal prophylaktisch, wenn das nicht klappt mit der absoluten Mehrheit, wie geht denn das nachher geschäftsführend im Amt?
bei Roland Koch sich Tipps holen. Wie erbärmlich, bin ja froh, dass der allmählich wieder sein wahres Gesicht zeigt. Na, der Partner des Parlaments. Oh, was ist der wieder am Tricksen und am Taktieren? Noch neulich hat er sich aufgemantelt wegen Gesine Schwan, weil die halt gesagt hat, ja, sie wird sich unter Umständen auch mit Stimmen der Linken zur Bundespräsidentin wählen. Da hat der gebildet. Das zeigt den charakterlichen Verfall der Politik. Ich sag, Freundchen, jeder in dem Land darf mir was über den charakterlichen Verfall der Politik erzählen. Aber nicht du. Ne? Roland Koch. Ja, aber ich war ja noch beim Niedergang der CSU. Und da gibt's einen, der triumphiert still im Hintergrund. Ich hab das kommen sehen. Wenn ich meine CSU heute sehe, dann ärgert es mich, dass ich mich noch nicht im Grab umdrehen kann. Noch eine reibt sich die Hände, der gefühlte heimliche Vorsitzende der CSU, Horst Seehofer, der zweitgrößte Horst, der rumstolpert im Land. Na, das ist einer der größten Scheinheiligen, den wir haben in der Politik. Oh, was hat er sich neulich in der Presse feiern lassen? Ja, weil die Deutschen sind zu dick, und da hat er reagiert. Und da hat die Presse gejubelt. Horst Seehofer zieht die Notbremse, weil jetzt etwas kommen soll, was es in Europa, in Resteuropa schon längst gibt. Die Ernährungsampel auf Verpackungen. Ein Instrument, um für uns, die Verbraucher, vieles zu vereinfachen. Ich sage, Moment mal, boah, schon wieder skeptisch. Aber ich sage, wer um alles in der Welt kommt auf die Idee, etwas einzuführen, was uns etwas vereinfachen soll? Schon gar nicht unser Verbraucherschutzminister, dessen Hauptaufgabe es ist, die Industrie vor uns, den Verbrauchern, zu schützen. Na, eine Ernährungsampel, ganz simpel soll sein, rot, grün, gelb. Na, also rot für viel Fett, viel Zucker, wo der Cholera-Spiegel danach anständig Kasachok tanzt. Ne, gelb steht für, na ja, nicht allzu oft. Und grün, ja, bitte mehr davon, sodass man auf den ersten Blick erkennt, ne, dass ein Erdbeerjoghurt oft mehr Zucker enthält als die gleiche Menge Coca-Cola. Und da haben viele gesagt, hey, der Seehofer, der traut sich was. Dann habe ich mir mal seine Notbremse mal ein bisschen genauer angeguckt. Es ist eine freiwillige Empfehlung von ihm an die Lebensmittelindustrie, verbunden mit der vagen Hoffnung, dass schon in 5 Jahren 2/3 der Produkte damit ausgezeichnet sein könnten. Da haben die auf dem Boden gelegen und gesagt, ist der blöd? Ja, dabei ist stimmt gar nicht. Nein, das ist gar nicht, stimmt nicht. Das ist gar nicht wahr. Das ist ja, der blöd ist der gar nicht, er weiß halt nur, bei wem er im Wort steht. Weil eine Kennzeichnungspflicht hat er schon vor Monaten abgelehnt. Hat der Presse verkündet, ja, sowas funktioniert vielleicht in England, aber nicht auf dem deutschen Markt. Am schönsten war, mit wem gemeinsam er diese profunde Erkenntnis die verkündet hat. Neben ihm saß der Vorstand der Südzucker AG. Da habe ich mir gedacht, da hat keiner eine Notbremse gezogen, der hat die Bremsschläuche durchgeschnitten. Ja, genau. Das mit den Bremsschläuchen, das hätte man bei unserem Sturm machen müssen. Die Bremsschläuche durchschneiden, dann wäre die auch bis vorne nachkommen im Endspiel, verstehst du? Wisst ihr, was mir noch aufgefallen ist, was mir gut gefallen hat? Ich habe es bei der Musiktherapie, habe ich jetzt gemerkt. Müller, ich habe gedacht, mir hätte das mit Ihnen im Griff. Aber ich, darf ich? Ja, bitte, mach es, wenn es hilft, aber ohne mich. Ist er weg? Gut. Nee, es ist ja so. Es ist ja wirklich so schade, nicht? Um ein Haar hätte der Joachim Löw jetzt Nationalheiliger bei uns werden können. Der zweite nach Papst Benedikt, ne? Ja, Moment einmal. Immerhin hat der gute Joachim auf der Tribüne geraucht. Das ist lasterhafter Frevel. Ja, gut, schon, aber ich habe ja nur geraucht, damit man den Schweiß nicht so riecht. Ich bin eigentlich ein Gelegenheitsraucher. Ja, und auch Gelegenheitstrainer. Es gab ja bei dieser Euro so viele Hymnen wie noch nie zuvor. Ne? Eine da, die immer zum Einmarsch gespielt wurde. Ne? White Stripes, Seven Nation Army, hat keinen Text. Haben wir nun alle. Aber es gab viele schöne Hymnen mit Text, ja, auch für unsere befreundeten Nationen. Ne? Was gab's da alles zur Motivation? Zum Beispiel, Orange trägt nur die Müllabfuhr. Orange bei ihrer Morgentour. Orange
noch vielleicht der Straßenbau. Und alle anderen sagen vorher ciao. Ciao, ciao, ragazze. Ne, die Italiener, nicht? Um ihren Luca Toni, ne? My name is Luca. Und ich treffe nix mehr. Und die Natale macht nix aus, die Elfe mit der. Wenn man nicht macht Ball hinein, fährt man auch schon vorher heim. Und das ärgerte uns sehr. Oh, das ärgerte uns sehr. Ne? Und da gab es so viele Beispiele. Die Türken zum Beispiel. Wenn das Spiel am Ende vorbei, alles fährt in der Türkei, hab ich noch zum Schluss einen Gruß an den Bosporus. Und Tschüss. Ne? Oder es war so viele schöne Szenen. Moskau, Moskau, war wohl nix mit dem Pokal. Vielleicht klappt ja das nächste Mal. Ne, nur für die Deutschen, das ist so ein bisschen, ich sag mal, überformt worden. Das ist so, verdammt, wer hat jetzt den Pokal? Hey, viva España! 0:1, so knapp, verdammt, fatal! Hey, viva! Ja, na gut, da ist dann auch nichts mehr zu machen. Wobei, also ich, vielleicht diese Hymne des da, 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 da. Die sollten wir uns vielleicht, weil die wird bestimmt demnächst auch wieder gesungen werden. Da sollte man mal einen Text drauf machen. Und vielleicht kommt der von Jürgen Klinsmann demnächst. Ne? Vielleicht ist er in 2 Jahren ja wieder Nationaltrainer in Südafrika. Und dann gibt's aber auch eine neue Zeile. Und die heißt dann so. Und das, wenn sich das unsere Jungs alle beherzigen, dann werden wir bestimmt auch das Endspiel gewinnen. Und zwar heißt es, Fußball ist eine Laufsportart. Fußball ist eine Laufsportart. Fußball ist eine Laufsportart. Sie haben jetzt 3 Mal hintereinander dasselbe gesungen. Mhm. Ja. Meinen Sie, Sie könnten wieder auf Ihr Zimmer gehen? Ich gehe jetzt erstmal zu meinen Jungs ins Entmüdungsbecken, okay? Ja, auf das. Okay. Ole, 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 ole. Entmüdungsbecken. Ole, ole. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn mich bei gut gelaunten Menschen etwas auf die Palme treibt, dann ist es die Gnade des schlichten Gemüts. Ich ertrage es nicht. Die Party ist doch längst zu Ende. Ins Entmüdungsbecken dürfen sowieso nur die, die sich selber für die Leistungsträger halten. Sehen Sie, das ist alles Blödsinn. Die Party ist zu Ende. Nicht, was muss heißen als Devise, runter von der Tribüne, rauf aufs politische Spielfeld. Alles sehr andere. Richtig. Das war auch die Kernaussage der jüngsten Berliner Rede unseres hochgeschätzten Bundespräsidenten. Ah, habe ich da was verpasst vielleicht? Ja, er hat die Murrenden ermutigt. Ach. Es ist auch eure Demokratie. Macht etwas Gutes daraus. Hoi, auch. Auch unsere Demokratie. Das ist aber gönnerhaft von Ihnen. Also bei Allgemeinplätzchen kann er eine rechte Naschkatze sein. Nicht unser Präsident. Auf diesem Niveau werde ich mit Ihnen nicht länger diskutieren. Hören Sie. Ich sag's Ihnen mal ganz offen. Dieses ganze pastorale Gedudel, ja, das taugt höchstens fürs Poesiealbum. Nicht wahr? Wenn das auch unsere Demokratie ist, wessen ist sie denn dann eigentlich? Darf man das dann auch mal fragen? Gehört sie vielleicht den Lobbyisten und den Interessenvertretern, von denen zum Beispiel unsere höchsten Verfassungsrichter befürchten, dass sie bereits die 5. Gewalt im Staat darstellen? Wenn das der Bundespräsident meint, prima. Haben wir Glück gehabt, dann soll er es beim nächsten Mal konkretisieren. Denn die Ungerechtigkeit in unserem Land, die steckt häufig im Detail, im System. Und man erkennt sie nicht. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, ganz langweiliges Thema. Im Bundeshaushalt dieses Jahres, 2008, ist der zweitgrößte Posten der Schuldendienst mit 43 Milliarden Euro. Das ist ein falscher Begriff, nicht wahr? Der müsste eigentlich Zinsendienst heißen, weil die Schulden werden überhaupt nicht getilgt. Es werden nur Zinsen bezahlt. Die Schulden bleiben unverändert auf gleicher Höhe, nicht wahr? Da können Sie es mal sehen. Nicht. Übrigens, das, was bei uns als ausgeglichener Haushalt angestrebt wird, das ist dann auch gar kein ausgeglichener Haushalt. Da bleiben nämlich die Schulden immer noch da, nur sie werden nicht mehr größer. Das nennen die bei uns schon ausgeglichener Haushalt. Nicht.
43 Milliarden. Gucken Sie sich mal an. Das ist ein ganz schön dicker Brocken, nicht wahr? Das ist doppelt so viel wie für Wirtschaft, Technologie, Familie und Bildung und Forschung. Auf einmal, alles zusammen, doppelt so viel, ist immer noch nicht so viel wie dieser Zinsbrocken. Nicht? So, und jetzt frage ich Sie, wer kriegt denn dieses schöne Geld, dieses große Stück Kuchen? Nicht wahr? Das kriegen natürlich die Kreditgeber, meine Damen und Herren. Und da ist der kleine Mann tendenziell durchaus in der Minderzahl, um es mal sehr höflich auszudrücken. Nicht wahr? Wissen Sie, was das Ganze ist? Das ist eine gigantische Umverteilungsmaschine von unten nach oben. Die Staatsschulden sind ein riesiger Motor der Ungerechtigkeit in unserem Land. Das ist die Tatsache, nicht wahr? Über 100 Millionen jeden Tag werden von unten nach oben geschaufelt. Und weil wir gerade bei Zinsen sind, in jeder Ware, die Sie kaufen, stecken 30-40% Zinsen drin, die wir auch noch zahlen an die Kreditgeber. Nur mal so nebenbei gesagt. Dann können Sie vielleicht auch besser verstehen, weil das nennt man übrigens alles leistungsloses Einkommen, die Zinsen. Dann können Sie verstehen, warum uns leistungsloses Einkommen und Geldanlagen in den letzten 15 Jahren jährlich eine Steigerungsrate von 10% gebracht haben. Gewinn. Während die Nettolöhne so gut wie gar nicht gestiegen sind. Wenn Sie das ungerecht finden, da sind wir beisammen. Wenn Sie das ändern möchten und Angst vor Kontakt mit den Linken haben, da würde ich Ihnen eine Empfehlung geben. Werden Sie doch militant religiös. Die großen Zinsreligionen, meine Damen und Herren. Alle großen, falls Sie es noch nicht wussten, alle großen Weltreligionen haben das Zinssystem verpönt und geächtet. Alle miteinander. Wenn Sie allerdings katholisch sind, dann müssen Sie die Auslegung des Zinsverbots alleine interpretieren in der Bibel, weil der Papst hat auf Anfrage mitteilen lassen, es gäbe im Vatikan leider keine Experten mehr für die Interpretation des Zinsverbots. Ist bedauerlich, nicht? Gerade wenn man Aufsichtsrat von so einer reichen Kommune ist, nicht wahr? Befreiung von der Zinsknechtschaft, das ist doch ein Schlachtruf von biblischer Wucht, meine Damen und Herren. Müssen wir noch ein paar Detailfragen klären und dann geht's auf zum Kampf, nicht wahr? So muss man's machen. Ich bezweifle doch, dass er das so gemeint hat mit seiner Ermunterung der Murrenden. Das ist mir egal. Aufwiegeln ist das Gebot der Stunde, Herr Prior. Nein, es kracht doch sowieso schon an allen Ecken und Enden. Ja gut, prima. Bei den Fraktionen liegen die Nerven blank. Die Regierung weiß genau, noch ein Streitthema, bei dem sie sich nicht irgendwo wieder einigen können, dann platzt die große Koalition. Ja, und? Ja, dann wird unser Land, das vor großen Herausforderungen steht, unregiert sein. Großartig. Endlich mal ein Sommermärchen, das den Namen verdient hat. Feine Sache, das sollten wir feiern. Wissen Sie was? Sie bauen die Fanmeile wieder auf. Ich habe noch eine angebrochene Flasche Rotkäppchen vom Finale bei mir auf dem Zimmer. Wer, wenn nicht wir, Herr Priol? Wann, wenn nicht jetzt? Ich hole das Rotkäppchen. Ja, später. Alles hat seine Zeit und die haben wir nimmer. Wir spielen doch schon wieder im passiven Abseits. Schon wieder. Immer das war Neues aus der Anstalt, meine Damen und Herren. Heute mit unseren Flügelstürmern Andreas Müller, Frank Markus Barbasser, alias Erwin Felsig und Andreas Giebel. Lassen Sie sich wieder aufs Spielfeld einnehmen, wenn auch unsere parlamentarische Sommerpause vorbei ist am 16. September um 22.15 Uhr, wie immer live nach dem Heute-Journal hier in Ihrem ZDF.